Nach dem Spiel des 14. Spieltags SCDFK Leipzig gegen Bergischer HC. Halbzeitstand 14:13, Endstand mit dem Heimsieg für Leipzig 31:28 vor 3690 Zuschauern. Bei mir jetzt Sebastian Hinze und Christian Prokop, die beiden Cheftrainer nach einem spannenden, wechselvollen Spiel. Sebastian, die Frage an dich natürlich ganz kurz, das Spiel zu analysieren. Wie kam es zur Niederlage für den BHC? Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Christian und Leipzig zum Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich nicht zu 100% das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, die Mitte zuzumachen, sehr, sehr kompakt zu stehen. Wir haben vor allem die Unterzahlsituation zu einfach hergegeben. Wir haben das nicht bis außen zugeschoben und so zu viele einfache Tore bekommen. In der zweiten Halbzeit kommen wir dann gut rein ins Spiel. Haben dann eine Phase, wo wir Oberwasser kriegen, eine Überzahl und machen dann zwei technische Fehler in der Überzahl. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und danach ist es dann sicherlich so, dass wir aus der Phase nicht mehr reinkommen, so ein bisschen den Kopf dann auch verlieren, ein, zwei Abschlüsse nehmen, die wir uns vorher nicht genommen haben. Insgesamt ist es so, dass wir uns viel, viel mehr vorgenommen haben, dass wir leider nicht zu 100% das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben, sonst hätte es, glaube ich, heute gereicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich für uns. Von daher bin ich sehr, sehr enttäuscht heute über die Niederlage. Vielen Dank. Christian, das Spiel aus deiner Sicht bitte. Ja, auch hallo von meiner Seite. Natürlich ist man bei so einem wichtigen Spiel angespannt und auch ein gewisser Teil an Nervosität dabei, weil es, auch wenn es vom Tabellenbild von der Papierform her nicht ganz so aussieht, ist das für uns, ein sehr bedeutendes Spiel gewesen. Bei einer Niederlage, die durchaus drin ist, hätte man so einen Sieg gegen Magdeburg oder auch einen Auswärtssieg in Hannover kompensiert oder negativ kompensiert, und dementsprechend war es für uns wichtig, hier auf der Platte alles abzurufen. Das ist das Vorhaben. Was ich gesehen habe, ist sicherlich sehr viel Kampf, aber leider heute ein paar Fehler zu viel, ob das in der Abwehr der Fall war. Zu Beginn, wie wir ins Spiel starten, hat der Innenblock ganz schöne Probleme, dann doch Oelze vor allen Dingen mit schnellen Bewegungen in den Griff zu kriegen. Wir kriegen nicht die Sicherheit, die wir uns nach der Göppingen-Niederlage gerade in der Abwehr-Torhüter-Zusammenspielleistung holen wollten. Die kriegen wir nicht so. Aber wie Sebastian schon sagt, läuft der Angriff stärker als noch am Mittwoch. Er läuft konstant stärker gegen wechselnde Abwehrformationen oder erstmal eine kompaktere 5-1, dann etwas offensiver im weiteren Verlauf. So, dass es ein ausgeglichenes Spiel ist. Nach der Pause, beziehungsweise komme ich zu der Endphase, werden wir heute auf die Probe gestellt, die wir am Mittwoch nicht bestanden haben. Nämlich, wir hadern mit freien Chancen, von außen zwei klare verschossen, einen 7 Meter in der entscheidenden Phase verschossen. Auf der anderen Seite unsere Abwehr-Torhüter zusammenspielen nicht am Optimalmaß, und dementsprechend wird man dann auf die Probe gestellt, ist man mental jetzt da, kämpft man weiter um jeden Zentimeter und schafft es, an den Sieg zu glauben. Und das hat mir heute imponiert. Diese letzte Viertelstunde, diese Aufholjagd auch nach einer Unterzahlsituation, dieses Zusammenspiel wieder mit dem Leipziger Publikum, was hervorragend war und was sicherlich in einem Heimspiel, und das hat ja jeder die Chance zu Hause in der ersten Liga, so funktionieren muss. Und deswegen bin ich einfach glücklich über zwei immens wichtige Punkte. Gut, vielen Dank. Jetzt der Blick hier in den gut gefüllten Presseraum. John Wieden wird wieder Mikrofon umreichen und Sebastian mit der ersten Frage. Leipziger Internetzeitung. Erstmal eine kurze Beobachtung, danach eine Frage an beide Trainer. Der BHC hat viel mit vorgezogener Verteidigung gespielt, 5-1, zweite Halbzeit auch 3-3. Zunächst mal an Sie, Herr Hinze, wie waren Sie zufrieden mit der Umsetzung und dem Erfolg, den das gebracht hat? Und dann anschließend an Christian Prokop die Frage, welche Rolle hat es auch gespielt, da nochmal nachzusteuern, damit Ihre Spieler damit fertig wurden? Wie zufrieden waren Sie mit Ihren Abwehrvarianten? Ja, ich habe es zu Beginn schon gesagt, dass wir gerade in der ersten Halbzeit da nicht komplett mit zufrieden sein können, weil wir wollten in dieser 5-1-Abwehr spielen, um die Tore über den Innenblock zu verhindern, kriegen aber zu viel aus den 1-1-Aktionen.
wo sie dann isoliert haben. Da schien man nicht schnell genug nach. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht, gerade so in den ersten 15, 17 Minuten. Sowohl in der 3-3 als auch hinterher dann, als wir wieder zurückgegangen sind. Und kriegen da eigentlich dann auch die Schüsse, die wir haben wollten. Allerdings nur in der Phase nach der Halbzeit. In der ersten Halbzeit kriegen wir dann zu viel aus dieser isolierten Situation, wo wir dann die ersten Zweikämpfe verlieren. Und da sind wir dann auch nicht schnell genug nachgerückt, um das zu lösen. Von daher hat es nicht gereicht einfach. Ne? Also. Ja, was hast du gemacht? Genau. Also die Frage war, wie er darauf reagiert hat, auf die Abwehrvarianten. Ja, auf die Abwehrvarianten oder auf unsere Abwehr. Auf die Abwehrvarianten. Das sind beide Systeme, die man vom BAC, von Sebastian her kennt. Also es ist jetzt für uns keine Überraschung natürlich aufgrund des Videomaterials. Also haben wir in den 3 Tagen beide Systeme vorbereitet, auch wenn sich unsere Angriffshandlungen ähneln. Nur, dass dort noch mehr Tiefenräume natürlich zur Verfügung sind, was für eine Heimmannschaft eigentlich einen Vorteil bringen soll. Heute hat man trotzdem gemerkt, dass man Probleme hat. Und ich möchte zwei Spieler herauskehren heute. Ich sage das oft, dass wir unsere individuelle Form erreichen müssen zu 100% und noch drüber hinaus wachsen. Und seit langem bin ich heute mit Philipp Weber zufrieden, der heute das Spiel an sich gerissen hat, der heute mit viel Dynamik in die Zweikämpfe, aber auch von hinten geworfen hat. Und ich bin natürlich vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit mit dem Wechsel zu Benjamin Meschke zufrieden, der uns dort nach dem Rückstand auch wieder ranbringt mit seiner Körperlichkeit. Gut, die nächsten Fragen. Matthias. Ja, nochmal eine Frage an Christian. Also du hast es jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte fragen, wie zufrieden du mit Benjamin Meschke warst. Er hat ja mehr Spielanteile auch mehrfach getroffen. Ist der jetzt schon so weit, dass du sagst, okay, da wollte ich ihn hinhaben oder muss er trotzdem noch ein bisschen zulegen? Ja, Benny ist ein ehrgeiziger Spieler, deswegen haben wir ihn verpflichtet. Er bringt auch diese körperlichen Voraussetzungen mit. Trotzdem sieht man das ja, dass er im Moment in unser Abwehrsystem noch nicht 100% integriert ist. Das hat einmal damit zu tun, dass wir ein sehr auf schnellen Beinen ausgelegtes Abwehrsystem spielen. Da hat er sicherlich seine Probleme. Das heißt, ich muss natürlich gucken, gegen welchen Gegner es auch gut passt. Und auf der anderen Seite, wir mit Basti Roschek und Alen Milosevic 2 Kreisläufer drin haben und ich dementsprechend nicht 3 Kreisläufer einsetzen werde in der Abwehr, dann können wir kein Tempospiel mehr machen. Das heißt, da wird sein Spielanteil immer drunter leiden. Aber es sind ja 2 Pakete, das andere ist das Angriffssystem. Und dort ist er einer, der mit einer Hand imstande ist, von oben aus der 2. Etage Bälle zu holen, Mismatch-Situationen natürlich stark zu machen. Und das hat er heute gegen eine offensive Deckung, wo wir in den tiefen Raum spielen, das stärker gemacht. So, wer hat die nächste Frage? Ja, hier vorne bitte. Eine kurze Frage zu Maxi Hermann. Was ist mit ihm? Er ist ja nicht wiedergekommen. Er hat sich früh verletzt, das haben alle gesehen. Er ist ins Krankenhaus gefahren und da weiß ich jetzt noch nichts. Weitere Fragen? Gut, wenn dem nicht so ist, dann sehen wir uns hier wieder nach dem Spiel gegen Wetzlar. Bis dahin, macht's gut, tschüss.